Das war nicht gut. Oh, spielen wir mal wieder das Zeug. H6. Da mache ich mal G4 drauf. Läufer E6. Das schreit nach F4. Was ist das denn? Will er mich verarschen? Was ist denn das für ein Schach? Okay, Dame F3 kommt H5, ne? Läufer H3, Dame D7. Dame F3, H5, F5, H-Schlicht G4, nimm E6. Was ist denn das für eine Variante? Also irgendwie habe ich die Leute. Dame C8, okay. Wenn ich Dame F3 mache, macht er den. F5, H-Schlicht G4. Ich nehme da, dann hängt die Dame, ne? Sehr interessant. Und H5 ist wahrscheinlich die Idee. Machen wir den interessanten Zug. Wenn er nimmt, kommt F5. Ich nehme da, ich nehme da. Idee ist jetzt Dame F3 und dann F5. Okay, ich nehme da, er nimmt da. Das geht auch. Ich nehme da, er nimmt. Dame H5 Schach. Boah. König G7, das sieht doch total lost aus. Absolute Frechheit, so Schach zu spielen. Der König kann nicht deinetwegen hier, ne? Und jetzt... Einfach Springer H3, Turm G1 oder was ist hier los? Springer H3, Turm G1 oder Turm H3? Springer H3, Turm G1 sieht komplett gewonnen aus. Dame E6 einziger, aber dann habe ich auch Springer dahin. Ne? Springer F4 greift die Dame an, Dame F7, Turm G1, König dahin, Dame schlicht F7, matt. Wo geht die Dame hin nach Springer H4? Er hat noch Springer F6. Nein, hat er nicht, wegen Dame G6. Das sieht nicht nur ungewöhnlich aus. Das ist kompletter Unsinn in das Spiel. Aber wie gesagt, im Blitzen kann man viel spielen. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier die Widerlegung gefunden. Bei 3 plus 0, glaube ich, hätte ich das niemals so gespielt. Hätte ich das nicht geschafft zu finden. Aber hier bei 3 plus 2 hat man halt noch ein bisschen mehr Bedenkzeit. Springer G5 hätte gar nichts gebracht wegen Dame G6. Alpina White, danke. Ja, das war mal ein schneller Sieg. Verstehe nicht, warum die Leute so einen Blödsinn spielen in der Eröffnung. Da ist jetzt meine Streak weg, ne? Wieso war ich denn auf Pause? Das war ein Versehen. Scheiße. Jetzt ist meine Streak weg. Das ist natürlich doof. Du hast eine Partie verpasst und kampflos verloren? Was für eine Partie habe ich denn verpasst? Oh. Aber nicht, die hier, oder was? Einfach mal 8 Punkte verloren. Was war das denn? Was ist das für ein Scheiß? Ich hab's überhaupt nicht gemerkt. Das ist natürlich ärgerlich. So ein Schwachsinn. Mario, danke für den Sub.
Ohne nachzudenken wird B5 gespielt hier, Läufer H6, hallo? Okay, ich muss erstmal das Matt denken hier auf G2. Idee ist einfach so, 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 ne? Oder Dame G5 und auf F5 D7. Turm D8. Okay, Dame G5 droht den. Dame G5, F5, D7 droht D8 Dame. Turm D8, Dame E7 droht Matt auf G7. Turm F7 geht nicht. Turm D7, Dame F8. 1-0. Wichtig ist, dass der gibt auf. Ja, auch nicht schlecht. So. Letzte Partie wahrscheinlich für heute. Bei 3 plus 2. Läufer B5 ist der Theoriezug hier. Springer D7, Springer C6 ist die Idee. Fesselt meine Springer. Springer dahin. Jetzt hängt der und der. Läufer C6, BC6. Kann man machen. Ist aber sehr riskant, weil hier solche Geschichten natürlich auch ein Problem sind. Ist ja auch unterentwickelt. Oh gut, ja, das gibt mir den Bauern wieder, ne? Soll ich Läufer A6 spielen hier? Vielleicht. Na, holen wir uns einfach den Bauern wieder fertig. Lass mal ruhig hier. Turm B8 sieht logisch aus, B4 attackieren. Läufer A6 sieht auch logisch aus. Droht Springer D3, vielleicht, ich weiß es nicht. Springer D4 greift den hier an. Dame C7, Dame D7. Ich will wieder alles berechnen hier, was besser ist. Machen wir Dame. Ich kann schon wieder nicht. Ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Dame B6 ist auch eine Möglichkeit. Machen wir den hier. Greifen den an. Idee Springer D3. Das sieht doch eigentlich super aus. Dame H5. Er will hier Matt setzen, oder was? Ach, ich kann gar nicht auf E5 nehmen. Ich Horst. Okay, Turm A3 kann ich mit H6 abwehren, oder? Was soll das? Was mit G6? Nein, 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 nein. Springer F4, greift die Mama an. Ne, machen wir erstmal C5 hier. Damit der Springer, wenn er nach F3 geht, den Turm ver. Er ist überhaupt nicht entwickelt. Das kann doch nicht sein Ernst sein hier. H6, jetzt droht aber Springer F4 gleich. Was kommt jetzt, was ich nicht gesehen habe? Was? Was ist das denn? Bin ich blöd? Kung-Fu-Schach. Dame E5 droht matt, ne? Nehmen wir erstmal weg hier. Deckt auch G7. Machen wir erstmal den hier. Springer E2 Schach. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine Partie hin. Ja, wir kriegen noch eine Partie hin, weil er so schnell verloren hat gegen mich.